gebe euch heute mal Tipps und Tricks zur Bestimmung des richtigen Erntezeitpunkts beim Silomais. Dazu schauen wir uns zunächst einmal die gesamte Pflanze an und unterteilen in Kolbenanteil und Restpflanzenanteil. Beide machen zu je 50% den Trockensubstanzgehalt und letztendlich auch den Ertrag aus. Dann schauen wir uns den Kolben im Detail an, schneiden uns die Körner auf und schauen, wie weit die Stärkeeinlagerung fortgeschritten ist. Hier sehen wir zum einen den Silo 250er mit noch deutlichem Flüssigkeitsaustritt im Vergleich zu einem frühen Silo 200, wo schon die Stärkeeinlagerung deutlich fortgeschritten ist. Idealer Erntezeitpunkt ist kurz vorm schwarzen Punkt. Dann werfen wir noch mal einen Blick auf die gesamte Pflanze. Wir lassen uns nicht irritieren von den ersten Verbräunungen. Entscheidend ist, dass das Kolbenblatt noch weiterhin grün ist. Dann findet auch noch Einlagerung statt. Zur TS-Bestimmung der Restpflanze trennen wir eine Pflanze kurz über dem Boden ab und verdrehen das unterste Internodium und beurteilen den Flüssigkeitsaustritt. Beim optimalen TS-Gehalt von 24% tritt kaum noch Flüssigkeit aus. Genauere Methode ist natürlich, eine Pflanze kleinschreddern und im Backofen oder in der Mikrowelle trocknen. Dazu findet ihr genügend Anleitungen im Internet. Sind noch Fragen, ruft uns an. Ansonsten wünschen wir euch viel Erfolg bei der Ernte.